Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Simple Life Stories. Und heute schaue ich mir einmal diesen Alphabet-Stempelkasten an. Da bin ich eigentlich schon recht lange scharf drauf. Schau mal, hier kannst du genau sehen, welcher Buchstabe wo drauf ist. So kannst du dich gar nicht verstempeln sozusagen. Aber ich zeige dir gleich, wie ich das mache, damit das gar nicht erst passiert, weil es ist schon ein wenig knibbelig. So, jetzt erst einmal ein kleines Vorab-Projekt sozusagen. Hier wollte ich nur einmal DIY reinstempeln und mal gucken, wie das Ganze sich so verhält. Es ist immer wichtig, dass du Dinge ausprobierst, bevor du an dein Projekt gehst, bevor du wirklich in dein schönes Bild gehst, was du vielleicht gemalt hast und es dann irgendwie versaust. Deswegen gehe ich einmal vorab hier rein und mache auf meinem Probeblatt, was ich hier für wirklich mit dem Aquarellpapier auch mache, rein und stempel einmal so nur DIY rein, damit man sieht, ob das Ganze funktioniert, ob es vielleicht verläuft, ob irgendetwas anderes passiert, was ich gar nicht möchte oder auch, ob ich zu feste stempel und dann die Ränder drumherum zu sehen sind. Ja, all das muss man natürlich wissen und da schaue ich vorher, ob das auch alles richtig funktioniert. Funktioniert also alles prima. Also stempel ich hier auf meinem Topfpflanzenbild drauf los und ich habe mir hier ein Zitat aus dem Internet aufgesucht und das heißt, Freundschaft ist eine langsam wachsende Pflanze. Jetzt ist Freundschaft sehr lang und deswegen habe ich gedacht, ich lege einmal vorab die ganzen Stempel hierher, weil, man kann sich ja schnell verstempeln, ne? Und dann hat man den falschen Buchstaben dahin gestempelt, ohne das vorher zu sehen. Deswegen, ich wollte diese Fehlerquelle schon mal ausschließen und deswegen lege ich alle Stempel bereit und benässe die auch sozusagen schon mal mit dem Stempelkissen. Und dann geht es auch schon los. Ich nehme jetzt mal kein Lineal. Ich schaue auch nicht, dass alles den gleichen Abstand hat. Ich möchte das mehr so ein bisschen spaßig hoch und runter. Es soll einfach ein schönes Zitat sein, was neben meinem Bild ist, das ich in Aquarellfarben gemalt habe und zu dem du auch ein komplettes Tutorial findest. Deswegen kannst du dir das natürlich auch vorab einmal ansehen, wie man das Ganze in Aquarell malt. Und das hier geht es wirklich nur um das Stempel. Und du siehst, diese Stempel, die sind wirklich super. Da kann man richtig schön mit Stempeln, selbst wenn man jetzt gar nicht groß versucht, das fürchterlich ordentlich zu machen, sieht das richtig gut aus. Und am Ende, habe ich auch wirklich mein Zitat neben im Bild steht. Du siehst schon, beim Stempel kann man ganz kreativ vorgehen und natürlich kannst du noch viele, viele weitere Projekte damit machen. Und ich lasse es jetzt erst einmal dabei bewenden. Zitate funktionieren schon mal prima und natürlich werden wir auch noch ganz andere Stempel haben und ganz andere Stempel ausprobieren. Ich wünsche dir bis erstmal viel Spaß bei deinem Stempelprojekt.